Ich freue mich eigentlich als plastischer Chirurg der ersten Stunde, dass die plastische und ästhetische Chirurgie einfach mehr Stellenwert hat in der Bevölkerung und auch bei den Medizinern. Allerdings muss man sagen, es sind nicht alle dafür geeignet. Also du brauchst ein dreidimensionales Sehen, du musst einen künstlerischen Anspruch erfüllen können. Du musst deine Patienten mögen, das ist das Wichtigste, aber es ist bei jedem Mediziner so. Und du musst natürlich auch sehr geschickt sein manuell. Also ohne manuellen Geschick bist du auch nicht wirklich sehr erfolgreich. Ja, wie ich mit der plastischen ästhetischen Chirurgie begonnen habe, war eigentlich nur die rekonstruktive Chirurgie als plastischer Chirurg gefragt. Damals in Innsbruck war es ein No-Go, sich für die Schönheitschirurgie zu interessieren. Ich musste deshalb sagen, ich fahre nach Oberitalien in den Urlaub und bin aber zu meinem Lehrer nach San Francisco, um mich in der ästhetischen Chirurgie oder Schönheitschirurgie weiterzubilden oder zu bilden. Und ein bisschen gibt es das noch immer, auch unter plastischen Chirurgen, die in der Uniklinik arbeiten, dass das, die ästhetische Chirurgie ein bisschen ein Tabuthema ist. Aber langsam brechen wir das auch auf und die sehen auch die Herausforderungen und auch die Vorteile der ästhetischen Chirurgie, die wirklich extrem zufriedene Patienten generiert, die langzeitig zufrieden sind. Du merkst dir ein Leben lang, wer dir deine Nase korrigiert hat und bist dem auch sehr dankbar, diesem Arzt. Also deshalb mache ich auch diese Arbeit so gerne, weil sie so nachhaltig wirkt. Also ich persönlich bin zuerst bei der Herzchirurgie gewesen, die war technisch sehr anspruchsvoll, aber künstlerisch nicht wirklich befriedigend, weil alle Operationen gleich verlaufen. Und die ästhetische plastische Chirurgie ist für mich der größte Anspruch, denn jeder, und vor allem der Patient selber, kann das Ergebnis beurteilen. Das heißt, ich muss mit dem, was ich operiere, eine Stunde, zwei Stunden, idealerweise ein Leben lang zufrieden sein. Jeder sieht, ob das perfekt operiert worden ist oder nicht. Also die Herausforderung ist schon eine spezielle. Ich wusste nicht, dass ich so kreativ bin und ich wusste auch nicht, dass das eines Tages einmal mein Traumberuf wird, weil ich war schon immer sehr kreativ, was Verschönerungssachen betrifft, von Fahrrädern über Autos beklebt und verschönert und auch zu Hause mein Zimmer. Aber das war für mich so ein bisschen in die Wiege gelegt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wusste ich aber nicht, ob ich geschickt genug bin, auch manuell geschickt genug, dass ich das einmal umsetzen kann aus meinem Beruf. Und ich habe mir eigentlich nie gedacht, dass mir die Medizin einmal so viel Spaß macht und so viel Freude wie die ästhetische plastische Chirurgie. Und dafür bin ich extrem dankbar. Social Media wie YouTube, Facebook, Instagram ist in der Geschichte der Menschheit insofern einmalig, als dass noch nie so viele Selbstporträts oder Selfies angefertigt wurden. Das war früher immer sehr kompliziert, du brauchtest einen Maler. Heutzutage hältst du die Kamera auf dich selbst. Und natürlich ist die Kritik an der eigenen Form oder Figur oft einmal sehr deutlich. Es sollte aber nicht sozusagen zu einer Manie werden und man nur mit sich unzufrieden sein. Also hat Vorteile, aber hat auch Nachteile. Der Nachteil könnte schon sein, dass man immer mit sich unzufrieden ist und sich nicht, man sollte sich nicht zu sehr leiten lassen davon. Also das heißt, wenn ich gut aussehe und ich bin mit mir zufrieden, dann brauche ich auch keinen plastischen Chirurgen. Also ich muss schon sagen, dass meine Arbeit auch von mir mit sehr großer Dankbarkeit verbunden ist, weil jemand, der sich von mir operieren lässt und das Gesicht operieren lässt oder so, der muss ein sehr großes Vertrauen auch in mich haben. Und dieses Vertrauen, das versuche ich in jedem Fall, jeden Tag zu rechtfertigen. Herzlichen Dank, dass Sie unser Video angesehen haben zu so breit gestreuten Themen von meiner Arbeit als plastischer Chirurg. Und wir sind da mitten im Radfahren unterwegs. Also wenn Sie Lust haben, Daumen nach oben oder nach unten. Und liebe Grüße aus Salzburg, Ihr Walter Jungwirth.